Nun, rund 10.000 Zuschauer kamen ins Müngersdorfer Stadion und die Gäste aus Düsseldorf begannen die Partie ruhig und gelassen. Düsseldorf zu erkennen an den roten Trikots. Man überließ dem 1. FC Köln zunächst einmal freiwillig das Mittelfeld und versuchte dann mit schnellen Gegenstößen die Deckung der Kölner aufzureißen. Hier ist es Günther Thiele mit der ersten Gelegenheit nach wenigen Minuten. Paul Steiner übernahm seine Bewachung. Im Übrigen muss man sagen, von Abstiegskampf war in den ersten Minuten kaum was zu spüren. Die Kölner bemühten sich, die Deckung der Düsseldorfer aus den Angeln zu heben, aber die stand zunächst einmal bombensicher mit einem souveränen Libero Holger Fach. Dieter Brey hatte seine Mannschaft gut eingestellt, dennoch erste große Aufregung nach diesem Fallrückzieher von Uwe Bein. Und beim Nachsetzen hat Jörg Schmadtke das Glück des Tüchtigen. 20 Minuten waren gespielt, dann diese Szene. Koczynski im Mittelfeld, dann ein langer Ball auf Manfred Bockenfeld. Der erste rasante Antritt, gutes Abspiel, Günther Thiele in Nachsetzung, das heißt 0:1 nach 20 Spielminuten. Freude beim Düsseldorfer Anhang, es waren rund 3.000-4.000 Zuschauer von Düsseldorf nach Köln gereist. Und Sie sehen die Entwicklung zu diesem Tor noch einmal. Der rasante Antritt von Bockenfeld, Sieger gegen Olaf Jansen. Dann wie aus dem Fußballlehrbuch der Querpass. Schumacher mit einer ersten gekonnten Parade, aber im Nachsetzen dann Thiele. Er fackelt nicht lange. Schumacher geschlagen, 0:1. Das war sicherlich nicht nach dem Geschmack von Georg Kessler, der zusehen musste, wie seine Mannschaft weiterhin schwer arbeitete, aber eigentlich kein gutes Mittel fand. Einwurf Klaus Allofs, der von Sepp Weikel zunächst einmal sehr gut abgeschirmt wurde. Doppelpässe wie hier auf Kölner Seite zunächst mangelbar. Gefährliche Situationen vor dem Düsseldorfer Tor entwickelten sich meist bei Eckbällen und Freistößen. Hier wird Klaus Allofs beim Antritt behindert. Schiedsrichter Karl-Heinz Tritschler, der die Partie im Übrigen souverän leitete, entscheidet zu Recht auf Freistoß für Köln. Klaus Allofs, der Kapitän, wird diesen Freistoß selbst ausführen. Paul Steiner, der Vorstopper, hat die Gelegenheit zum Ausgleich. Aber Sie sehen, was er daraus macht. Der Geißbock schon in die Knie bezwungen oder auch nicht. Jörg Schmadtke hatte in den nachfolgenden Minuten doch etwas mehr zu tun. Und die erste rausgespielte Chance nach genau 37 Minuten bei diesem Pass auf Gallenkirchen, aber auch der scheitert kläglich, muss man sagen. So rannen die Minuten dahin und die zweite torgefährliche Möglichkeit für die Gäste aus Düsseldorf nach 40 Spielminuten. Fast eine Parallele zum ersten Treffer. Diesmal dieses Prestin, der den Mount nicht halten kann. Wieder hat Thiele die Chance, doch diesmal scheitert er an Schumacher. Prestin ansonsten gut im Zweikampf gegen den Mount, aber einige Male entwischte ihm der Düsseldorfer. Und dann die größte Gelegenheit für Köln. Das muss doch ein Tor sein. Karl-Heinz Geils mit der Möglichkeit vor der Pause. Tja, wenn man solche Tormöglichkeiten nicht verwenden kann, dann darf man sich nicht wundern. So hieß es nach 45 Minuten 0:1. Beide Mannschaften kamen unverändert aus der Kabine, aber die zweiten 45 Minuten wurden erheblich stärker. Jetzt spürte man, dass beide Mannschaften gegen den Abstieg kämpften. Manfred Bockenfeld, einer der stärksten im Düsseldorfer Team. Seine Sprintqualitäten sind bekannt. Olaf Jansen hatte seine liebe Mühe. Steiner gegen Thiele, auch das waren packende Zweikämpfe, die sich nun häuften. Foulspiel von Geils an Kapitän Zewe, der im Übrigen immer ein gutes Auge für seine Mitspieler hatte, die Eckbälle und Freistöße selbst trat wie hier. Und da sah Schumacher auch nicht gerade ganz glücklich aus. Es heißt 0:2 nach 52 Minuten. Der Torschütze Holger Fach, Düsseldorfs Libero. War das schon die Vorentscheidung? Wir sehen noch einmal den Freistoß Zewe. Und völlig frei der Libero von Fortuna Düsseldorf. 0:2, Anfeuerung aus dem Düsseldorfer Lager. Und Kölns Trainer Georg Kessler reagiert, nimmt Norbert Dickel in die Mannschaft für Gallenkirchen.
Die optische Überlegenheit des 1. FC Köln wurde nur noch stärker. Achter Eckball, Kopfball, Dickel. Aber nun fehlte den Kölnern auch das Quäntchen Glück. Weikel. Aber sie blieben nervenstark, die Gäste aus Düsseldorf. Viel Raum und Platz von Weikel. Und dann wieder einer der rasanten Antritte von Manfred Bockenfeld. Manfred Bockenfeld zum dritten Eckball für Fortuna Düsseldorf. Wieder mal unaufmerksame Kölner Abwehr. Und die nutzt Andreas Keim zum 0:3. Und das schienen, so glaubten jedenfalls auch die Kölner Anhänger, bereits die Vorentscheidung. Aber auf einmal besannen sich die Spieler von Georg Kessler auf ihre kämpferischen Momente. Und dann passierte diese Szene. Ein unglücklicher Zusammenprall-Foulspiel von Dietmar Grabotin an Michel van der Korput. Und der musste mit Verdacht auf Achillessehnenanriss das Spielfeld verlassen. David Pisanti, den wir hier sehen, wurde in die Mannschaft genommen. Dann dieser Freistoß von Klaus Allofs. Er trifft nur die Unterkante der Querlatte. Bitter der Ausfall von van der Korput, aber die Kölner gaben sich nun nicht geschlagen. Zweikampf Klaus Allofs, der sich hier durchsetzen kann, dann letztlich zu Fall gebracht wird von Bockenfeld. Freistoß für Köln. Allofs. Dann dieser Schuss von Hönersbach. Tor 1:3. Die schien zunächst nur eine kosmetische Korrektur. Nach 66 Minuten also das erste Tor des 1. FC Köln durch diesen beherzten Schuss von Matthias Hönerbach. Da gab es für Jörg Schmadtke nichts zu halten. Und nun folgte, ähnlich wie beim Eishockey, ein regelrechtes Powerplay des 1. FC Köln. Hässler gewinnt hier den ersten Zweikampf. Dann zum zweiten Mal gegen Sepp Weikel. Und Torchancen wie hier durch Klaus Allofs gab es nun für den 1. FC Köln in Hülle und Fülle. Auch Düsseldorf musste nun auswechseln. Dean Tannes kam für den angeschlagenen Thiele. Dann der 15. Eckball. Es waren 6-7 Eckbälle innerhalb weniger Minuten. Dazwischen lagen dann Momente von Düsseldorfer Konterspiel. De Mant läuft hier seinem Bewacher Geils davon. Versetzt ihn, naht auch Schumacher. Doch dann fällt er praktisch entkräftet zu Boden. Das war die letzte große Gelegenheit für Düsseldorf. Es blieb bei diesem überraschenden Erfolg. Fortuna Düsseldorf gewinnt nicht einmal unverdient mit 3:1 in Köln.